das passt in sich so. Ich finde die Designentscheidung cool, finde ich echt nice. Weil es ja die Kinder sind, die vor allem den Frieden weiterhin möchten, ohne dass sie es wissen, so, weil sie von dem da draußen ja eigentlich überhaupt nichts mitbekommen. Jo, was geht ab, Freunde? Ich bin's Jay und heute reagieren wir mal wieder auf KZ. Das ist, glaube ich, eine ganz schön lange Weile her, dass ich darauf reagiert habe. Also allgemein auf KZ. Ich glaube, ein paar Reactions hatte ich schon mal gemacht. Ist ja auch eine ziemlich geile Musikgruppe. Ich bin tatsächlich schon seit Hahnkampf dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Das heißt schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, ob das das erste Album von denen war. Aber es war auf jeden Fall damals schon, ja, eine sehr geile Truppe. Und jetzt machen die quasi immer noch Musik. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ich habe hier gerade so einen Track gefunden, und zwar Frieden. Ich fand diesen Titel sehr, sehr aktuell. Es geht ja ziemlich viele verrückte Sachen gehen ja momentan in der Welt so ab, und man muss es tatsächlich entweder, ja, muss man sich distanzieren oder man muss es mit Humor sehen, ist zumindest meine Meinung, denn so macht einen das auch selber ein bisschen kaputt. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Ob es wirklich ins Detail geht oder ob, ich sag mal, das Friedensthema eher nur so allgemein so ein bisschen angetriggert wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hier sieht man schon so ein Klassenzimmer mit einem Kind. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Reaction. Unterricht fällt aus in der ganzen Schule. 9/11, Schweigeminute. Witzig und natürlich auch ein bisschen süß gemacht, dass hier die Kleine sozusagen die Stimme übernimmt. Ich finde den Beat nice, der ist so ein bisschen trippy oder so ein bisschen, ja, trippy passt eigentlich ganz gut. Gefällt mir gut. Und hier gleich als erstes 9/11-Thema, also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich rechne aus, wie viele Minuten wären. Das für 1 Million Ruandesen und 1 Million tote Irakis nur durch das Embargo. Vielleicht begann da meine Mixed Feelings für die NATO. Sie Es ist geil, weil da kommt gleich so ein Feeling auf, wenn ich so ein bisschen diese Designentscheidung beurteilen darf, die hier vorgenommen wurde, dass das kleine Mädchen quasi die Stimme übernimmt. Weil ich immer finde, dass gerade Kinder noch die gesündesten Wesen von unserer Rasse sind, ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll, die das eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommen. Und hier wird aber der Spieß umgedreht und die Kleine erzählt quasi, was in der Welt so abgeht, was ich einen ziemlich krassen Take finde. Meine ich aber nicht negativ, sondern finde es eigentlich eine ziemlich coole Entscheidung, weil wir in diesen ganzen Sachen, die wir ja machen, die ja uns Erwachsenen allen, ich sag mal, schaden, vergessen, dass es den Kleinen letztendlich auch schadet. Und deswegen finde ich es sehr cool, dass hier mal das Kind spricht. Sie sagt: Maxim, warum bist du so anti? Keine Ahnung, warum bist du es nicht? Auf jeden Fall. Thema Corona hier vielleicht auch, ich weiß nicht. Es gab da viele Sachen, wo ich auch anti war und mich gefragt habe, was geht mit den Leuten ab? Also, die gehen da safe alle mit. Aber gut, wir wollen nicht ins Detail. Vielleicht kommt das Corona-Thema auch nochmal, würde mich sehr, sehr freuen. Ich kiff die ganze Nacht durch vor der Musterung. Sollte ich Soldat werden, bringt mich meine Mutter um. Ich bin gegen ihren Krieg und gegen ihren Frieden. Ein Frieden so grausam, dass Menschen vor ihm fliehen. Also geiler Anfang. Und es geht weiter mit Kindern anscheinend. Also, das ist wirklich die Designentscheidung, die hier drückt wird. Aber finde ich cool. Das gibt dem Ganzen so ein. Das Thema ist ja eh schon verrückt und krass und traurig. Und das macht die Sache noch schlimmer, finde ich. Was aber wichtig ist, weil es ja auch eben angesprochen werden muss. Das finde ich cool. Dass hier Kinder quasi dafür verwendet wird. Also ich verwendet werden. Mir gefällt es auf jeden Fall. Meine Brust ist voller Orden, wenn wir kommen, bebt der Boden. Ein Anruf und der Himmel färbt sich dunkel von den Drohnen. Jan ist Patriot und Fabian ist woke. Ist egal, denn hier im Schützengraben sind wir alle Bros. Ey, ja, ich sitz im Panzer, ja, ich rolle tief. Blocker, 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 mach die Artillerie, Bruder. Ich rolle tief. Nice, auf jeden Fall. Das macht das Ganze mit den Kindern, finde ich, auch.
Ja, aussagekräftiger. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon eben gesagt habe, aber ich finde es cool auf jeden Fall. Finde ich nice. Oder wir retten Europa und du Pussy gehst zur Seite. Auf deiner krassen Antikriegsdemo waren drei Leute. Und wie gesagt, die haben ja am wenigsten noch Bock auf den ganzen Scheiß. Also wir Erwachsenen ja schon nicht, aber die Kinder, die können ja auch nichts machen. Die können ja noch weniger machen. So. Wir können vielleicht noch versuchen, ein bisschen Propaganda auf Social Media zu machen, aber das ist ja für die Kinder noch ein bisschen zu weit weg. Das heißt, die sind eigentlich, die müssen den ganzen Spaß mitmachen. Das ist eigentlich traurig für die, ne? Für uns alle. Scharfschützin ihrer Einheit. Geballte Frauen, Powerboomer werden weggesnipert. Mein Nachbar ist von denen. Ich grüße den Typ seit Jahren. Doch heute werf ich ein Molotow-Cocktail in seinen Laden. Aber wir Menschen sind eigentlich krass, oder? Also wir sind eigentlich total bescheuert. Wenn man sich das mal überlegt, kleine Kinder, so, denen gibt man schon irgendwelche Spielzeugwaffen in die Hand. So, und die Erwachsenen, die machen es dann mit echten Waffen. Könnte man jetzt auch wieder hinterfragen. Man sieht es erst, glaube ich, wenn man das Ganze mal betrachtet, so wie mir das gerade irgendwie so eingefallen ist, dass das total weird eigentlich ist, dass man das so macht. Auf der anderen Seite sind es eben nur Spielzeugwaffen, die Kinder wollen spielen, ist klar, aber so ein bisschen, wenn man das nebeneinander einfach mal so parallel sieht, es ist schon irgendwie, wir sind schon ziemlich weird. Ey. Wir träumen von Frieden, Frieden. Wir träumen von Frieden. Und gerade die Kinder träumen ja von Frieden. Also es ist cool, dass das das passt in sich so. Ich finde die Designentscheidung cool. Finde ich echt nice. Weil es ja die Kinder sind, die vor allem den Frieden weiterhin möchten. Ohne dass sie es wissen, so. Weil sie von dem da draußen ja eigentlich überhaupt nichts mitbekommen. Lass die weißen Tauben fliegen, wir träumen vom Frieden. Doch erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Ja, oder wir müssen halt erstmal Panzer liefern, damit wir den einen helfen, die Schwächeren sind und dann können die sich selber helfen mit den Panzern und dann entsteht Frieden und so weiter. Also ein bisschen die Ironie hier drin finde ich auch sehr nice. So, erst müssen wir gewinnen. Was ist ja für einen Menschen auch ganz, ganz schwierig, einfach mal zu sagen, okay, dann verliere ich halt, aber dafür herrscht vielleicht Frieden. Aber das können wir halt nicht, das ist halt traurig. Los mit meinen Steuern, denn wir brauchen neue Kampfjets. Wie knapp finde ich auch. So geil. Also sie hat es auf jeden Fall gefühlt. Los mit meinen Steuern, denn wir brauchen neue Kampfjets. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt weiß, wofür sie das hier macht, aber das ist echt geil. Sie hat es auf jeden Fall gefühlt. Wie knöpfe dich auf, wenn du feige Sau verhandelst? Fick mal nicht meinen Kopf und versuch Feinde zu verstehen. Bist du Teil der Lösung oder Teil unseres Problems? Die werden das Ganze ja schon trennen, also dass die Kinder nicht eigentlich wissen, was da abgeht. Allgemein auch wegen dem Text, weil der ja auch nicht gerade kinderfreundlich ist. So. Also ich denke mal, die Thematik und den Text werden sie nicht so wirklich mitbekommen. Und das ist auch vielleicht ganz okay. Da wäre natürlich die Frage, dürfen die das? Also ist es cool, einem Kind das nicht zu sagen, wofür es ist und es ist dafür zu verwenden? Deswegen, also ich glaube schon, dass sie es grob irgendwie anteasern, um was es geht, dass die Kinder erstmal wissen, okay. In die Richtung geht es, aber die dürfen ja nicht ins Detail gehen, weil das wäre ja wiederum nichts für Kinder. Also es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Für das Kunstwerk an sich finde ich es aber geil, dass die Kinder verwendet haben, weil es, wie gesagt, die ganze Sache noch ein bisschen aussagekräftiger macht. Echte Männer haben keine Angst vor einem Atomschlag. Echte Männer fahren mit dem Panzer ein paar Donuts. Ein paar bei uns sind Nazis, aber lass mal dein Gejammer. Denn jeder Werkzeugkasten braucht ein Hammer. Frieden kommt dem Herrn. Helikopter, jetzt nimm dir den Controller. Schieß auch auf ihre Kinder, denn aus ihnen werden Monster. Es geht um unsere. Warte mal, jetzt kommen wir ziemlich ins Detail hier. Das muss ich mir nochmal anhören. Weil da muss man gerade ein bisschen nachdenken, finde ich. Den Controller, schieß auch auf ihre Kinder, denn aus ihnen werden Monster. Es geht um unsere. Okay, alles klar. Geile Line auf jeden Fall. Freiheit, lass die Fliegerbomben regnen. Ey, die sind doch selber schuld, wenn die sich nicht ergeben. Wir träumen von. Finde ich cool, dass das so mit ein bisschen Ironie
und Sarkasmus gefüttert ist. Weil ich auch ganz am Anfang, glaube ich, habe ich so ein bisschen angeteasert, um diese ganzen Kriegssachen und auch Nachrichten schauen und so alles überhaupt auszuhalten, muss man das Ganze auch ein bisschen mit Humor sehen. Von Frieden, Frieden, wir träumen von Frieden, lass die weißen Tauben fliegen, wir träumen von Frieden. Doch erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen, na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Und das Interessanteste, ja, um nochmal einen interessanten Einwurf zu machen, diese ganzen Entscheidungen auch, wer führt warum jetzt zum Beispiel Krieg, das ist ja alles auch teilweise mega subjektiv. Also wer entscheidet überhaupt noch über das Recht, Krieg führen zu dürfen? So. Klar, die Parteien, die einzelnen Parteien entscheiden das für sich. So, ich führe jetzt Krieg, weil ich wegen der und der Sache angepisst bin. Aber im Endeffekt ist es auch nur irgendwie ein menschliches, subjektives Konstrukt manchmal, was dahinter steht. Und manchmal überhaupt nicht. Es ergibt eigentlich, wenn du es vom Großen und Ganzen her siehst, manchmal überhaupt gar keinen Sinn. Und wegen sowas, wegen so einer Sinnlosigkeit werden dann Kriege geführt, wo halt ganz viele Menschen halt sterben, die halt einfach absolut nichts damit zu tun haben. Also es ist eigentlich absolut sinnlos. Leopard vor dem Haus in der Einfahrt. Ich gehe auf die Knie und küsse den Boden meiner Heimat. Ihr könnt doch nicht ganz ernst bleiben. Das war süß. Das war süß auf jeden Fall. Aber ich fand schon, ich finde allgemein krass, dass die es überhaupt so gut hinbekommen. Also no front gegen Kinder jetzt, aber Respekt auf jeden Fall. Ich glaube aber, die hatten eine Menge Spaß bei dem Dreh. Dann versichere ich den Junkies an der Ecke, dass ich unser heißgeliebtes Paradies rette. Wir bringen ihnen das Feuer, denn sie kommen aus der Steinzeit. Placker, placker, placker macht der westliche Lifestyle. Er ist der Geilste, aber er hat so irgendwie 50% so den ernsten Blick. Aber zu den anderen 50% weiß er eigentlich, ist ich nicht ganz so sicher, ob er jetzt ernst sein soll oder ob er wirklich jetzt sauer ist. Toxische Barbaren, das ist unser Feind. Für die Bösen sind wir die Bösen, wie gebrainwashed kann man sein? Ich seh, mein Sohn, du bist ein bisschen durcheinander. Von der Lumpen-Pazifisten-Propaganda. Drück endlich den Abzug, Mann, wir haben keine Wahl. Oder sind dir Menschenrechte scheißegal? Ja, dieses ganze Brainwashing-Thema ist natürlich extrem krass, was natürlich durch die Nachrichten und durch Social Media ganz schön gepusht wird und Leute wirklich da, dass Menschen eine Meinung generiert bekommen, eigentlich vorgeneriert bekommen und die dann einfach so teilweise unhinterfragt weiter tratschen. Und das ist ja das Krasse, egal ob das jetzt Russland, Ukraine ist oder Corona-Pandemie, ne, geimpft, ungeimpft, da wurde ja ein Haufen Scheiße weitererzählt und es wurden Menschen ausgegrenzt. Nur weil irgendjemand davon profitiert. Von Frieden, Frieden. Wir träumen von Frieden. Lass die weißen Tauben fliegen. Wir träumen von Frieden. Doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden. Doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen. Es ist ja so, die sind alle für Frieden, auch die ganzen Politiker, die sind ja alle für Frieden. Wenn man die auch fragen würde in einem Interview, würden sie natürlich damit antworten, dass sie für Frieden sind. Aber im Gegenzug machen sie dann wieder eine Entscheidung, wie zum Beispiel weiterhin irgendwelche Waffen und Panzer liefern, die genau das Gegenteil eigentlich aussagen. Und es ist am Endeffekt eigentlich ein Witz. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir Wir alle träumen vom Frieden und wir werden ihn euch bringen. Wir träumen vom Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Ja, so steht natürlich kein Kommandant dann rum und sagt das. Aber letztendlich, wenn er das aussagen müsste, was er da tut, wird es genau so aussehen. So, am besten, genauso steht er dann auch vor dem Kind und sagt, ja, aber wir müssen erst die ganzen Menschen töten. Das tut mir leid. Das verstehst du bestimmt, wenn du älter bist. Tja, und wenn sie dann älter ist, versteht sie es immer noch nicht. Erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Wir träumen von Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Wir träumen von Frieden und wir werden ihn euch bringen. Unsere Flagge wird der ganze Schützengraben singen. Erst müssen wir gewinnen,
erst müssen wir gewinnen. Wir träumen vom Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Was für ein geiler Track. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache ja zum Ende immer so ein kleines Fazit. Das Geilste ist natürlich die Designentscheidung mit den Kindern, Kinder zu zeigen, anstatt Jugendliche, so einen Bruch auch zu machen. Gleichzeitig aber auch das Wichtigste, finde ich, darzustellen. Und das ist, dass die Kinder letztendlich Frieden wollen oder dass wir Menschen eigentlich Frieden wollen, es aber irgendwie nicht hinbekommen. Und das Ganze so ein bisschen mit Ironie und Sarkasmus verpackt, wo man aber ganz genau weiß, worum es geht, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, mit Krieg und Frieden. Und dass vieles, wie ich auch vorhin schon im ungefähr um 3/4 der Reaction gesagt habe, es ist immer sinnlos, es sterben immer unnötige Leute und es wird Krieg geführt für irgendwelche Interessen, die am Ende eigentlich nie jemand erklären kann, wirklich. So. Die müssen nur immer erstmal ausgesprochen werden, die Interessen, dass man dann einen Grund dafür hat, diese Kriege weiterzuführen, aber eigentlich ist es ja komplett sinnlos. Ihr könnt gerne drunter schreiben, wie ihr diese Reaction oder natürlich auch den Originaltrack von KZ fandet. Wenn euch meine Reaction gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo oder ein süßes Kommentar freuen. Ja, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn ihr Bock auf Reactions dieser Art habt, wo es ein bisschen tiefgründiger zur Sache geht. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao, ciao.